Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Namen der Schweizerischen Nationalbibliothek begrüße ich Sie herzlich zu dieser Buchvernissage mit prominenter Beteiligung. Vor 30 Jahren kam der Nachlass von Friedrich Dürrenmatt ins Schweizerische Literaturarchiv. Dieses war kurz zuvor auf Dürrenmatts Anregung und sein Geschenk hin gegründet worden. Wie es sich gehört, wurde in der Folge der Nachlass mit einem Inventar erschlossen und für das Publikum zugänglich gemacht. Zu den erstaunlichen Funden gehörte das Riesenmenge an Manuskripten, die zum Werkkomplex seines autobiografischen Projekts Stoffe gehörten. In 20 Jahren hatte Dürrenmatt mit seiner Sekretärin, die seine handschriftlichen Texte abtippte, rund 30.000 Manuskriptseiten angehäuft. Er hatte immer wieder Anlauf genommen, um sein Leben zu beschreiben, einst geplante Stoffe zu rekonstruieren und den Zusammenhängen zwischen seinem Leben und seiner literarischen Fantasie nachzuspüren. Um den Werkkomplex der Stoffe und seine Genese zu erschließen, lancierte das Schweizerische Literaturarchiv mit der Universität Bern Forschungsprojekte, die auch auf internationaler Ebene Beachtung fanden. In der Folge entstanden die Idee einer textgenetischen Auswahledition aus diesem großen Manuskriptkomplex. Während die künftigen Herausgeber Ulrich Weber und Rudolf Probst mit der Dürrenes Verlag an die Konkretisierung des Plans gingen, entwickelten sich die Möglichkeiten im digitalen Bereich rasant. So wurden im Rahmen der Digitalisierungsprojekte der Schweizerischen Nationalbibliothek die ganzen 30.000 Manuskriptseiten von unserem Foto- und Reprographie-Team aufgenommen. Meine Damen und Herren, wir sind stolz, heute, im Jahr des 100. Geburtstags von Friedrich Dürrenmatt, dieses wegweisende Projekt feiern zu können. Die traditionsreiche Kunst der Buchpublikation verbindet sich mit den neuartigen digitalen Möglichkeiten. Der Diogenes Verlag hat zusammen mit den Herausgebern aus dem Schweizerischen Literaturarchiv in sorgfältiger Verlagsarbeit ein wunderschönes, fünfbändiges, reich illustriertes Werk publiziert. So etwas ist in digitaler Form nicht möglich. Zugleich bietet die digitale Aufbereitung der textgenetischen Präsentation von 30.000 Manuskriptseiten auf einer Online-Plattform ein digitales Archiv. So etwas wäre wiederum im Buchfonds undenkbar. Dass diese Kooperation so schöne Früchte tragen konnte, verdankt sich nicht zuletzt der großzügigen finanziellen Unterstützung durch die Charlotte Kehr Dürrenmatt Stiftung, der wir unseren großen Dank aussprechen. Ohne sie wäre die digitale Komponente der Edition nicht realisierbar gewesen. Die Liste der Personen, denen für ihre Beiträge zu diesem Projekt zu danken wäre, bedürfte einer eigenen Rede. Ich begnüge mich mit einem Dank an die beteiligten Institutionen, den Diogenes Verlag und das Schweizerische Literaturarchiv sowie die Reproduktionsabteilung der Nationalbibliothek und verweise auf den Dank an die beteiligten Personen in der Buch- sowie der Online-Ausgabe. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und Staunen bei Ihren Erkundungsgängen durch diesen so reichen Werkkomplex von Friedrich Dürrenmatt und freue mich, nun das Wort an Irmgard Wirz, Leiterin des Schweizerischen Literaturarchivs, übergeben zu können, die uns durch diesen Abend führen und Ihnen unsere Gäste vorstellen wird. Vielen Dank für diese einleitenden Worte, Marie-Christine Doffey, unsere Direktorin. Herzlich willkommen, liebes Publikum, in unserem Lesesaal. Friedrich Dürrenmatts Spätwerk ist nach wie vor weniger bekannt als seine Krimis und seine Dramen. Das dürfte sich jetzt vermutlich ändern. Daran hat das Schweizerische Literaturarchiv zumindest hart gearbeitet. Friedrich Dürrenmatt hat die letzten Jahrzehnte seines Lebens ganz dem Erzählen, der Prosa, gewidmet. Nicht die Geschichte seines Lebens wollte er aufschreiben, sondern die Geschichte seiner Stoffe. Denn er war davon überzeugt, dass sich in den Stoffen die Resultate seines Denkens finden. Es entstand keine Autobiografie, sondern eine Werkbiografie.
Diese erzählt, was Dürrenmatt geschrieben hat und darüber hinaus auch diejenigen Stoffe, die er gar nicht geschrieben hat oder die er nicht vollendet hat. Die frühesten Aufzeichnungen hierzu befinden sich in den Blindbänden, leere Bücher mit weißen Seiten, in die Dürrenmatt in seiner markanten Handschrift in Blockbuchstaben hineingeschrieben hat. Es waren seine Ideensammlungen. An seinen Entwürfen schrieb er nachts fort, die Manuskripte, die seine Sekretärin tagsüber abtippte, so dass Dürrenmatt sie mit Schere, Klebstoff und Stift in den nächsten Nächten bearbeiten konnte. In diesem Schreiblabor entstand Dürrenmatts episches Vermächtnis, die Stoffe. Während dieser Arbeit hat Dürrenmatt fortlaufend neu konzipiert, umgestellt, einzelne Werke publiziert und es erschienen zu Lebzeiten zwei schmale Bände. Labyrinth, Stoffe 1 bis 3, 1981 mit 300 Seiten und Turmbau, Stoffe 4 bis 9 mit 260 Seiten in seinem Hausverlag, dem Diogenes Verlag. Ich begrüße den Verleger Philipp Kehl an meiner Seite, der heute Abend zu uns gefunden hat, um von seiner Beziehung zu Dürrenmatt und dem Werk zu erzählen. Gern gebe ich Ihnen das Wort. Vielen Dank. Es ist mir eine Ehre und Freude, dass ich mich anlässlich des Erscheinens der Stoffe-Edition von Dürrenmatt in diesen merkwürdigen Zeiten trotzdem in irgendeiner Form an Sie wenden darf und dadurch auch wieder einmal aus dem Haus gekommen bin. Dürrenmatt war bei Diogenes seit jeher ein Hausheiliger. Für meinen Vater Daniel Kehl könnte man sogar sagen, er war eine Obsession. Bereits für das erste Buch, das er verlegte, Ronald Searles, weil noch das Lämpchen glüht, wollte er ein Nachwort von Dürrenmatt. Das war 1952. Dürrenmatt war damals noch nicht wirklich bekannt, aber mein Vater interessierte sich für alles, was dieser Mann trieb, für seine Texte, für seine Zeichnungen, seine Gedanken, seine Wagnisse. Dürrenmatt hat über meinen Vater gesagt, in Bezug auf mich ist Kehl ein ganz Verrückter. Als Dürrenmatt viele Jahre später zu Diogenes kam, war mein Vater überglücklich. Ich erinnere mich an den Anruf bei uns zu Hause, abends im Wohnzimmer. Mein Vater saß wie meistens auf seiner Chesterfield-Couch, rauchte Goloas ohne Filter und trank ein Carlsberg-Bier. Während diesem Gespräch muss irgendetwas passiert sein, denn mein Vater schien plötzlich zu glühen. Als er auflegte, hatte er Tränen in den Augen und sagte zu uns, Dürrenmatt fragte mich gerade, watch du me? Das erste Buch, das nach Dürrenmatts Verlagwechsel bei Diogenes erschien, war ein Buch mit einem nicht besonders verheißungsvollen Titel. Es hieß Stoffe, eine Art Autobiografie, die nicht Dürrenmatts Triumphe erzählt, sondern die Geschichte eines Scheiternden, der sich mit seinen schriftstellerischen Pannen auseinandersetzt. Dass dieser Stoffeband nur die Spitze des Eisberges eines großartigen Erzählwerks war, erfuhr mein Vater nach Dürrenmatts Tod, als einige Jahre danach zwei andere Dürrenmatt-Verrückte auf ihn zukamen und ihm und von ihrem Stoffe-Projekt erzählten. Ich spreche hier von Ulrich Weber und Rudolf Probst. Wie viel Eis da unter der Wasseroberfläche zutage kommen würde, das wussten weder mein Vater noch die beiden damals noch jungen Kuratoren. Heute darf ich Ihnen beiden, den Herausgebern, Anna von Planta,
die das Werk von Dürrenmatt seit Jahrzehnten bei Diogenes betreut und allen bei Diogenes und anderswo, die an diesem Mammutprojekt mitgewirkt haben, meinen großen Dank aussprechen. Verbunden mit meinem Respekt für die Passion und die fast endlos scheinenden Gedanken, die damit einhergehen. Auch danken möchte ich Daniel Kehlmann, den ich sehr schätze und der sich für ein Vorwort begeistern ließ. Wie die meisten Jugendlichen fing ich während meiner Schulzeit an, Dürrenmatts Werk kennenzulernen. Über die Jahre entwickelte sich, auch wenn der Altersunterschied beträchtlich war, eine vorsichtige Freundschaft, in der mir der weise Mann immer wieder mit kleinen, makabren und komischen Gesten ein Stück Lebensschule vermittelte. Kurz vor seinem Tod hatte ich an einem dunklen, traurigen Tag das Vergnügen, ihn für eine Strecke im Stern zu seinem bevorstehenden 70. Geburtstag zu porträtieren. Wir waren beide furchtbar scheu und hätte Dürrenmatt nicht irgendwann eine Flasche Wein aufgemacht, wäre es bei einem dunklen und traurigen Tag geblieben. Es gibt viele Geburtstage auf dieser Welt, vielleicht zu viele, aber dieser von Dürrenmatt hat mich nun, da ich seit ein paar Jahren sein Verleger sein darf, beschäftigt wie kein anderer. Durch dieses Jahrhundertprojekt und alles, was damit zusammenhängt, habe ich sein Werk noch einmal ganz neu entdecken können und dabei einmal mehr verstanden, dass die Visionen dieses phänomenalen Denkers sich immer wieder, aber gerade ganz besonders vor unseren Augen abspielen. Ich gratuliere den Herausgebern zu 5 schweren Bänden von Dürrenmatts Stoffen und zu ihrem Tatendrang. Nun liegt es da, das Stoffeprojekt. Ich habe es eigenhändig nach Bern getragen. Jetzt muss es nur noch jemand lesen. Besten Dank. Während viele Schweizer Autorinnen und Autoren nicht bei ihren Schweizer Verlegern bleiben, war Dürrenmatt zunächst bei Arche, dann bei Diogenes treu. Und der Verlag war es Dürrenmatt gegenüber, als er keine Massenauflagen mehr erzielte. Das ist ja auch seine Geschichte, die Geschichte der Höhenflüge und der tiefen Landungen. Diogenes gewährleistete darüber hinaus, dass Dürrenmatts Texte auch im 21. Jahrhundert neue Leser finden, gerade mit dem Einverständnis zur Online-Edition Open Access. So ist Friedrich Dürrenmatt unabhängig vom Standard und dem Buchmarkt greifbar, lesbar. Das ist eine ganz neue Chance, eine zeitgemäße. Vielen Dank, Herr Kehl. Ich habe zu danken. Dürrenmatt und die Politik. Diogenes hat aus Dürrenmatt einen Nationaldichter gemacht. Diesen sagt man nach, dass sie jeder kenne, aber keiner lese. Die Aufführung von Herkules und der Stall des Augias zur Bundesfeier 1291, der Israel-Essay, die Rede über die Schweiz als Gefängnis anlässlich des Besuchs von Václav Havel oder seine visionäre Parabel über die Virusepidemie in Südafrika haben Dürrenmatt auch als einen politischen Autor und engagierten Vordenker gezeigt. In diesen Zeiten haben wir wieder mehr Zeit für Lektüre. Bundesrat Alain Berset hat sich Zeit für diesen Anlass genommen, um über Dürrenmatts Zeitgenossenschaft und die Aktualität seines Denkens zu sprechen. Meine Damen und Herren, wir feiern heute Friedrich Dürrenmatt. Zu seinem 100. Geburtstag ist nun sein Spätwerk Die Stoffe
für die Schweiz und die Welt lesbar, gedruckt und digital. 30.000 Seiten, die seit 30 Jahren in seinem Nachlass lagerten. Eine herkulische Leistung, aber natürlich alles andere als ein großes Ausmisten. Vielmehr ein literarisch-philosophisches Ereignis. Ja, wir feiern heute den großen Dramatiker und Denker. Aber gerade das bringt mich in Verlegenheit. Denn was die Schweizer Bevölkerung von ihren Staatsvertretern erwartet, hat Dürrenmatt so beschrieben. Die Nervenzusammenbrüche unserer Politiker und Beamten sind uns lieber als ihre Freudentänze. Ja, ich werde mich also hüten, hier einen Freudentanz aufzuführen. Andererseits ist das ja ein festlicher Moment. Da macht sich auch ein Nervenzusammenbruch schlecht. Ja, Sie sehen, ein Dilemma. Und was machen wir beim Bund, wenn es schwierig wird? Ja, wobei schwierig sagen wir nicht, wir sagen heikel. Wenn es also heikel wird, dann setzen wir eine Kommission ein. Bilden wir eine Kommission, ruft einer in Dürrenmatts Herkules und der Stall des Augias, eine Satire über die Schweizer Politik. Und die anderen quittieren vielstimmig, beschlossen schon, wir bilden eine Kommission. Ja, apropos Kommission. Dürrenmatt war in Herkules bei allem Spott über demokratische Prozesse staatspolitisch durchaus innovativ. Er erfand nämlich zwei zusätzliche Gremien. Die Zwischenkommission und die Oberkommission. Und ja, meine Damen und Herren, der Bundesrat hat entschieden, anlässlich von Friedrich Dürrenmatts 100. Geburtstag die Einführung von Zwischen- und Oberkommissionen zu prüfen. Er hat zu diesem Zweck eine Kommission eingesetzt. Ja, wie würde eine Kommission das Thema 100 Jahre Dürrenmatt angehen? Ja, sie würde zuerst mal eine saubere Auslegeordnung vornehmen und die biografischen Eckdaten definieren. Und schon hätte man einen Befund, der für einen ersten Zwischenbericht reichen würde. Dürrenmatts Schaffen fällt in die Zeit des Kalten Krieges. Gut, das ist noch kein geistiger Durchbruch. Aber Dürrenmatts Schaffen und der Kalte Krieg decken sich grotesk genau. Den offiziellen Anfang des Kalten Krieges markierte die Truman-Doktrin vom März 1947. Und im April 1947 wurde Dürrenmatts erstes Theaterstück, Es steht geschrieben, in Zürich uraufgeführt. Und seine letzte Rede in der Heimat, die Schweiz, ein Gefängnis, hielt Dürrenmatt am 22. November 1990, einen Tag nachdem der Kalte Krieg offiziell beendet worden war, in der Charta von Paris. Drei Wochen später, am 14. Dezember 1990, starb Friedrich Dürrenmatt. Meine Damen und Herren, Dürrenmatt war als politischer Denker natürlich weit mehr als ein kritischer Zeitzeuge des Kalten Krieges. Denn in seinem Denken war die geistige Atmosphäre des Kalten Krieges eben nur verständlich, wenn man sie auch als Resultat der helvetischen Erfahrungen im Krieg begriff. Und ich zitiere aus Schweiz als Wagnis von 1966. Die Schweiz erlitt nach dem Krieg einen Schock. Sie war von einem Europa umgeben, in welchem es vom Siegern wimmelte, die uns als Kriegsgewinner betrachteten und durchaus nicht als Heldenvolk. Darauf entschlossen sich viele Schweizer, vor allem Politiker, zum Teil instinktiv, nun die Helden des Kalten Kriegs zu werden. Wer ein schlechtes Gewissen hat, wird leicht doktrinär. Ende Zitat. Für die einen war die Schweiz also wehrhaft, heldenhaft, für die anderen opportunistisch, schuldbeladen.
Und Dürrenmatt lehnte beide Haltungen ab. Die Selbstüberhöhung, aber auch die Selbstgeißelung. In Schweiz als Wagnis konstatiert er, man kann die Schweiz von heute nicht heroisieren, aber man kann sie auch nicht verteufeln. Das gilt nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für ihre Gegenwart. Heroisiert und verteufelt, dichotomer geht es nicht. Und aus heutiger Sicht stellt sich unwillkürlich die Frage, ist das der Anfang der polarisierten Selbstwahrnehmung der Schweiz? Ja, meine Damen und Herren, heldenhafte Schweiz, schuldbeladene Schweiz, auch heute noch prägt diese binäre Sichtweise unsere politischen Debatten. Und das, obwohl dieser simple Code an der unübersichtlichen Gegenwart zuverlässig scheitert. All die großen Themen von der Globalisierung über den Klimawandel und die Migration bis hin zur extremen Ungleichheit können nur dann wirklich angepackt werden, wenn wir sie ehrlich und ergebnisoffen diskutieren können. Im Bewusstsein, dass wir alle betroffen sind und dass wir deshalb alle in der Verantwortung stehen. Wie heißt es doch in Dürrenmatts berühmten Physikern? Was alle angeht, können nur alle lösen. Aber was erleben wir? Gespaltene Gesellschaften, nicht nur in den USA, wenn auch dort ganz besonders. Auch bei uns in Europa müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht einfach in unsere Blasen der Gleichgesinnten verabschieden. Auch bei uns gilt es, dem Konformitätsdruck des eigenen Milieus zu widerstehen, auch wenn das vielleicht unbequem ist. Oder vielmehr gerade, weil es unbequem ist. Ja, meine Damen und Herren, wenn uns etwas schwächt, dann ist es Separatismus. Auch wenn er als beleidigtes Schweigen daherkommt oder als passiv-aggressives Schmollen oder als milde Herablassung. Wie schreibt doch Dürrenmatt in die Schweiz als Wagnis? Ich glaube, die Schweiz sollte einfach keine Angst haben. Sie sollte ein sehr freches Land sein, die Auseinandersetzungen, das Gespräch nicht fürchten. Das Gespräch nicht fürchten. Das war damals im Kalten Krieg ein Appell eines besorgten Beobachters. Heute klingt es schon fast wie ein verzweifelter Weckruf. In diesem Punkt ist der politische Dürrenmatt gut gealtert, leider muss man anfügen. Wenn man heute sagt, ohne Kompromisse könne es keine Demokratie geben, eine Banalität sondergleichen, und mit dieser Banalität auf murrende Zustimmung stößt, wird das schon als demokratiepolitische Sternstunde gefeiert. Und damit dürfen wir uns als Gesellschaft nicht zufrieden geben. Lassen wir uns mit Dürrenmatt weitergehen. Viel weiter. Dürrenmatt plädierte nämlich für nichts weniger als Spaß an der Demokratie, Spaß am Neuen. Ohne Spaß am Neuen gibt es keine Demokratie. Spaß. Das ist das exakte Gegenteil der Rechthaberei in all ihren Ausformungen. Das ist auch das Gegenteil des leisen Tadels an die Adresse all jener, die dem Zeitgeist vielleicht zu wenig enthusiastisch frönen. Und das ist auch das Gegenteil der kategorischen Vorsicht, die viele walten lassen, um dem drohenden Shitstorm zu entgehen. Wenn eine Staatsform die immerwährende Debatte braucht, dann ist es unsere halbdirekte Demokratie. Ja, meine Damen und Herren, die Schweiz, davon war Dürrenmatt überzeugt, hat viel Potenzial. Mehr, als sie selber erahnt. Und deshalb ehren wir Werk und Wirken von Friedrich Dürrenmatt
indem wir es lesen und uns dabei selber hin und wieder fragen, wie schweizerisch ist eigentlich die Schweiz? Wir hören jetzt eine Lesung von Marthe Keller aus der Erzählung »Das Sterben der Pythia«, die sie exklusiv für die heutige Veranstaltung im Lausanner Beau-Rivage eingespielt hat. Pythia, Priesterin im delphischen Orakel, sie heißt Panychis in einer Folge von Priesterinnen, ist schwach, rheumatisch und vergesslich. Sie sitzt auf ihrem Dreisitz in den Dämpfen der Kalksteinhöhle und wundert sich über die Leichtgläubigkeit der Menschen. Sie hat sich manchen Scherz erlaubt und der Oberpriester verdient sehr gut an ihrem Einfallsreichtum. Aber sie orakelt auch auf Geheiß, verliest ihr verordnete Orakel. Und da wird es politisch. Die Pest über Theben verschwinde erst, wenn der Mörder des thebanischen König Laios entdeckt sei. Im Orakel herrscht eine legere Schlamperei. Immerhin befindet sich dort auch ein Archiv und ein Orakelbuch. Es gewährleistet die Orientierung über die Weissagungen der Vorgängerinnen, wo die Erinnerung an diese Orakel aussetzt. Panychis sucht die Orakel der Vorgängerin und wundert sich, dass die teils übermütig erdachten, teils bestellten Orakel von der Realität eingeholt werden. Indem uns Panychis in ihrem Lebensrückblick immer neue Variationen des Ödipus-Mythos erzählt, verwickelt sie uns in eine Spirale, die sich zu drehen beginnt. Wo die Willkür und die Korruption herrschen, ist von einer würdigen Deutungshoheit allerdings keine Rede. Der Lebensrückblick der sterbenden Pythia ist eine Erzählung über die Macht der Fiktion und die Desillusionierung über die Gewissheit und Selbstbestimmung. Die delphische Priesterin Panychis die XI., wie die meisten ihrer Vorgängerinnen lang und dürr, hatte, verärgert über den Unfug ihrer Orakelsprüche und über die Leichtgläubigkeit der Griechen, den Jüngling Ödipus angehört. Wieder einer, der danach fragte, ob seine Eltern seien. Zwar hatte die Pythia in solchen Fällen, da die Fragenden ohnehin schon zweifelten, einfach geantwortet, teils, teils. Aber heute war ihr das Ganze zu dumm. Und so prophezeite sie ihm etwas möglichst Unsinniges und Unwahrscheinliches, von dem sie sicher war, dass es nie eintreffen würde. Denn, dachte Panychis, wer wäre auch imstande, seinen eigenen Vater zu ermorden und seiner eigenen Mutter beizuschlafen? Dass sie mit ihrem scherzhaften Orakel vielleicht irgendein Unheil angestiftet haben könnte, das verdrängte sie. Und indem sie dieses ungute Gefühl verdrängte, vergaß sie Ödipus. Alt wie sie war, schleppte sie sich durch die endlosen Jahre, ständig im Hader mit dem Oberpriester Merops, der 27., der ein Heldengeld mit ihr verdiente, weil ihre Orakel immer übermütiger ausfielen. Merops kannte seine Griechen. Je toller das Zeug war, das die Alte zusammenschwafelte, umso besser. Nur unwillig erschien sie bisweilen im Büro Merops, ließ sie der Oberpriester doch nur rufen, wenn für einen seiner Klienten irgendein Seher ein von ihm formuliertes Orakel verlangte. Die Orakel waren für sie ein von der Gesellschaft verlangter Blödsinn. Aber die von der Sehern formulierten Orakel verfolgten einen bestimmten Zweck.
Da steckte Korruption dahinter, wenn nicht gar Politik. Und dass Korruption und Politik dahinter steckten, dachte sie an jenem Sommerabend sofort, als Merops ihr erklärte, Desea Tiresias habe einen Wunsch. In Theben sei wieder einmal die Pest ausgebrochen. Tiresias schlage vor, seinem Klienten, der morgen vorsprechen werde, zu orakeln. Die Pest verschwinde erst, wenn der Mörder des thebanischen Königs Laios entdeckt sei. Die Pythia fauchte, wie denn der Klient des Tiresias heiße. Kreon, sagte Merops. Nie gehört, sagte Panischis. Er auch nicht, bestätigte Merops. Wer ist denn der König von Theben? Fragte die Pythia. Ödipus, antwortet Merops. Auch nie gehört, entgegnete Panischis, die sich wirklich nicht mehr an Ödipus erinnerte. War ich auch nicht, bestätigte Merops. Und übergab ihr den Zettel mit dem von Tiresias kunstvoll formulierten Orakel. Am nächsten Tag, da vernahm die Pythia die Stimme eines gewissen Kreon aus Theben. Da vernahm sie den Spruch. Mit klarem Wort gebietet ihr Apoll, die Blutschuld, die in diesem Lande wuchert, unheilbar nicht zu machen, auszutreiben, ihn zu verbannen oder Blut mit Blut zu sühnen. Blut befleckt das Land. Für Laios Tod heißt Phoebus Rache nehmen an seinen Mördern. Das ist sein Befehl. Die Pythia schwieg. Der Thebaner hatte sich davon gemacht. Die Pythia sah über die nächtlichen Bauplätze. Quader und Säulen lagen herum. Es war, als blickte sie über Ruinen. Auf einmal wusste die Pythia, dass es ans Sterben ging. Sie betrat das Heiligtum, ließ das Hauptportal offen, setzte sich auf den Dreifuß und wartete auf den Tod. Die Dämpfe, die aus der Felsspalte stiegen, hüllten sie ein. Sie spürte den Tod näher rücken. Ihre Neugier wuchs. Zuerst tauchte ein finsteres, zusammengedrängtes Gesicht auf. Panisches blieb ruhig. Es musste sich um einen Vorboten des Todes handeln. Doch plötzlich wusste sie, dass es das Gesicht des Menoikeus war, des Drachenmannes. Das dunkle Gesicht sah sie an. Es redete zu ihr, oder vielmehr es schwieg, aber so, dass die Pythia den Drachenmann begriff. Er war ein Kleinbauer gewesen, er war nach Theben gezogen, hatte hart gearbeitet. Und als er den Auftrag zugeschanzt bekam, die Burg Katmaya umzubauen, war sein Glück gemacht. Dass er sein Glück nur seiner Tochter Jokaste verdanke, war übles Gerede. Sicher, der König Laios hatte sie geheiratet, aber Menoikeus war nicht irgendwer, er stammte von den Drachenmännern ab. Als Laios Jokaste heiratet, dämmerte in Menoikeus die Hoffnung, er oder wenigstens sein Sohn Kreon könnten einmal zur Herrschaft kommen. Doch Kreon hatte etwas entsetzlich Treues. Er war stolz auf seinen Schwager Laios. Er hatte seine Hoffnung schon aufgegeben, als er Tiresias traf. Tiresias, mit den Göttern persönlich bekannt, beurteilte die Chance, Kreons König zu werden, durchaus nicht pessimistisch. Naja, in seinem Menokeuses Fall kostet das 50.000 Talente. Und Menoikeus bezahlte. Vor den geschlossenen Augen der Pythia, die sich in den längst dichteren Dämpfen rhythmisch wiegte, da stieg eine hochmütige Gestalt auf. Zweifellos königlich, aber gelangweilt, blond, gepflegt, müde. Panischis wusste, dass es Laios war.
Natürlich war der Monarch erstaunt gewesen, als Tiresias ihm das Orakel Apolls überbrachte, sein Sohn, falls Jokaste einmal gebäre, werde ihn ermorden. Aber Laios war ein aufgeklärter Despot. Die Frage war, wer Tiresias bestochen hatte. Jemand musste ein Interesse daran haben, dass Laios und Jokaste keine Kinder zeugten. Entweder Menokeus oder Kreon, der den Thron erbte, falls die Ehe kinderlos blieb. Aber Kreon war aus prinzipieller Sturheit treu. Sein politischer Dilettantismus war zu eklatant, also Menokeus. Zum Glück züngelte wie jedes Jahr in Theben eine kleine Pest rund um die Katmaia. Laios schickte seinen Sekretär nach Delphi mit gewissen Vorschlägen und 10 Goldmünzen. Das Orakel, das der Sekretär von Delphi zurückbrachte, lautete, die Pest werde erlöschen, wenn ein Drachenmann sich opfere. Menoikeus als einziger noch vorhandener Drachenmann musste auf die Stadtmauer steigen und sich hinabstürzen. Als Jokaste Ödipus gebar, da wurde Laios stutzig. Natürlich glaubte er dem Orakel nicht. Es war absurd, dass sein Sohn ihn töten werde. Aber hätte er nur gewusst, ob Ödipus wirklich sein Sohn war. Er gab ja zu, irgendetwas hat ihn gehindert, mit seiner Frau zu schlafen. Offen gestanden, Frauen mochte Laios überhaupt nicht. Na, aber im Suff musste er vielleicht doch mit seiner Frau geschlafen haben. Er wusste es nicht so recht. Und dann dieser verdammte Gardeoffizier. Na, am besten, man ließ das Balg, das da plötzlich in der Wiege lag, aussetzen. Die Pythia hüllte sich fester in ihrem Mantel. Die Dämpfe wurden plötzlich eisig. Sie fror. Und wie sie fror, sah sie ein wildes, aufgerissenes, ungriechisches Gesicht. Ein Jüngling stand vor ihr. Es war wie einst, als Panichis Ödipus mit ihrem erfundenen Orakel zum Narren halten wollte. Er wusste damals, dachte sie, dass er nicht der Sohn des Königs von Korinth, Polybos und seiner Gemahlin Merope war. Er hat mich getäuscht. Natürlich, antwortete der Jüngling Ödipus durch die Dämpfe hindurch. Ich wusste es immer. Die Mägde und die Sklaven haben es mir erzählt. Und auch der Hirte, der mich im Gebirge Kithairon fand. Einen hilflosen Säugling, dem man die Füße mit einem Nagel durchbohrt und zusammengebunden hatte. Als ich dich damals verließ, überlegte ich, wenn Polybos und Merope nicht meine Eltern waren, mussten es nach dem Orakel jene sein, an denen sich der Orakelspruch vollziehen würde. Mit einer heiligen Raserei stürzte ich im Engpass zwischen Delphi und Daulis Laios vom Wagen. Und wie er sich in den Zügeln verfangen hatte, peitschte ich die Rosse, dass sie meinen Vater zu Tode schleiften. Und wie er verröchelte, Staub verschmiert, bemerkte ich seinen von meinem Speer verwundeten Wagenlenkner. »Wie hieß dein Herr?«, fragte ich ihn. Er nannte mir den Namen. Ich hatte den König von Theben zu Tode schleifen lassen. Und dann nannte er den Namen der Königin von Theben. Er hatte mir den Namen meiner Eltern genannt. Es durfte keine Zeugen geben. Ich zog den Speer aus seiner Wunde und stieß noch einmal zu. Er verschied. Und als ich den Speer aus dem Leibe des toten Wagenlenkers gezogen hatte, da bemerkte ich, dass Laios mich ansah. Er lebte immer noch. Schweigend durchbohrte ich ihn. Ich wollte König von Theben werden. Und die Götter wollten es so. Und im Triumph beschlief ich meine Mutter immer wieder
umpflanzte boshaft 4 Kinder in ihren Bauch, weil die Götter es wollten. Die Götter, die ich noch mehr hasse als meine Eltern. Als Kreon mit dem Orakel des Apoll von Delphi zurückkehrte, die Pest werde sich erst besänftigen, wenn der Mörder des Laios gefunden sei. Da wusste ich endlich, warum die Götter ein so grausames Schicksal ausgeheckt hatten. Wen sie zum Fraße wollten, mich, der ich ihren Willen erfüllt hatte. Panisches saß auf dem Dreifuß. Sie fühlte nichts mehr. Erst allmählich wurde ihr bewusst, dass vor ihr ein Weib in den Dämpfen stand, helläugig und mit wilden roten Haaren. Ich bin Jokaste, sagte das Weib. Ich wusste es nach der Hochzeitsnacht. Ödipus erzählte mir sein Leben. Ich ahnte es schon vorher, dass er mein Sohn war. Gleich nach der ersten Nacht, kaum dass er in Theben angekommen war. Ich erkannte ihn an den Narben an seinen Fersen, als er nackt neben mir lag. Aber ich klärte ihn nicht auf. Und so sagte ich ihm denn auch nicht, dass Laios keineswegs sein Vater sei, wie er natürlich glaubte. Sein Vater war der Gardeoffizier Nesippus. Dass er Ödipus in meinem Schlafzimmer überfiel, als mich mein Sohn und späterer Gatte zum ersten Mal aufsuchte, mich kurz und ehrerbietig grüßte und gleich zu mir ins Bett stieg, war wohl nicht zu vermeiden. Ich konnte Ödipus gerade noch sein Schwert in die Hand drücken. Ein kurzes Gefecht. Nesippus war nie ein starker Fechter. Ödipus ließ ihn den Geiern aussetzen. Aber weil ich Ödipus nicht aufklären durfte, um nicht gegen den Ratschluss der Götter zu handeln, konnte ich ihn auch nicht daran hindern, mich zu heiraten. Ein Sohn, der zu seiner Mutter ins Bett steigt. Dass er mich liebte, ohne zu wissen, dass ich seine Mutter war, ist mein Triumph. Dass das Unnatürlichste zum Natürlichsten wurde, macht das Glück, das die Götter mir bestimmten. Ihnen zu Ehren habe ich mich erhängt. Das heißt, nicht eigentlich ich erhängte mich, sondern der Nachfolger des Nesippus, der erste Gardeoffizier des Ödipus. Alle glaubten, ich hätte es selber getan. Auch Ödipus glaubte es. Und weil er mich mehr liebt als sein Leben, blendete er sich. Nun stieg ein ungeheurer Schatten aus der Erdspalte. Weißt du, wer ich bin? Fragte der Schatten, der ein Gesicht bekam. Du bist Tiresias, antwortete Pythia. Sie hatte ihn erwartet. Ich weiß, du kommst, weil ich jetzt sterben muss. Auch ich muss jetzt sterben, Panisches, sagte der Schatten. Mit uns beiden wird es im gleichen Moment vorbei sein. Oh, ich hasse dich, zischte die Pythia. Lass deinen Groll, lachte Tiresias. Fahren wir beide versöhnt in den Orkus. Panisches, meinte er väterlich, allein das Nichtwissen der Zukunft macht uns die Gegenwart erträglich. Ich wunderte mich immer maßlos darüber, dass die Menschen so erpicht sind, die Zukunft zu erfahren. Nun gut, was das von mir in Delphi bestellte Orakel betrifft, es war kein Orakel, sondern eine Warnung. Denn Laios, an den die Warnung ging, sein Sohn werde ihn töten, hatte nicht nur keinen Sohn, es war ihm auch unmöglich, einen zu haben. Ich musste schließlich seine für einen Dynasten verhängnisvolle Veranlagung in Betracht ziehen. Panisches,
Ich bin wie du ein vernünftiger Mensch. Ich bin Demokrat. Wenn ich mir die Spartaner vorstelle mit ihrem totalen Staat, verzeih, Banishis, ich möchte dich nicht mit Politik belästigen, aber Kreon ist ein Drachenmann, wie die Spartaner Drachenmänner sind. Mein Wink an Laios, er solle sich vor einem Sohne hüten, den er doch nicht haben konnte, war eine Warnung vor dem Erben Kreon, den Laios an die Macht bringen würde, wenn er nicht vorsorgte. Einer seiner Generäle war schließlich Amphitryon, bester, noch anständiger Uradel. Ich wollte ihm ja nur mit meinem Orakel den Hinweis geben, es sei klug, Amphitryon zu adoptieren. Aber er adoptierte ihn nicht. Laios war nicht so klug, wie ich dachte. Tiresias dachte nach. Warum musstest du, Panisches, mit deinem Orakel die Wahrheit erfinden? Ohne dein Orakel hätte Ödipus Jokaste nicht geheiratet. Er wäre jetzt ein braver König von Korinth. Ödipus tötete seinen Vater. Gut, kann ja vorkommen. Er beschlief seine Mutter. Na und? Aber dieses vermaledeite letzte Orakel aufgrund dieser ewigen Pest? Statt einer anständigen Kanalisation musste wieder einmal ein Orakel her. Dabei war ich im Bilde. Jokaste hatte mir alles gebeichtet. Ich wusste, wer der wirkliche Vater des Ödipus war. Ein unbedeutender Gardeoffizier. Ich wusste, wen er geheiratet hatte. Seine Mutter. Nun gut, überlegte ich. Jetzt gilt es, Ordnung zu schaffen. Inzest hin oder her. Ödipus und Jokaste haben immerhin 4 Kinder. Da galt es, eine Ehe zu retten. Der Einzige, der ihr noch gefährlich werden konnte, war der kreuzehrliche Kreon. Würde er Ödipus stürzen, allein aus Treue zum Sittengesetz? Wir würden in Sparta den totalen Staat bekommen. Und so inszenierte ich damals die größte Dummheit meines Lebens. Ich war überzeugt, Kreon hätte Laios damals im Engpass zwischen Delphi und Daulis umgebracht, um selbst König zu werden. Aus Treue natürlich. Diesmal zu seiner Schwester, deren Sohn er rächen wollte. Da er ja glauben musste, der ausgesetzte Ödipus sei ein Sohn des Laios gewesen, vermochte sich Kreon simples Gemüt, einen Ehebruch doch einfach nicht vorzustellen. Und das alles kombinierte ich bloß, weil mir Jokaste verschwieg, dass Ödipus Laios getötet hatte. Jokaste vergaß es einfach, weil der Tod des Laios sie nichts anging. Sie überging eine Lappalie, die mir die Augen geöffnet und mich gehindert hätte, den Verdacht, der Mörder des Laios zu sein, auf Ödipus zu lenken. Ich hätte dich orakeln lassen. Apollo befiehlt, eine Kanalisation zu bauen und Ödipus wäre immer noch König von Theben, Jokaste immer noch Königin. Stattdessen, jetzt herrscht der treue Kreon auf der Katmaya und errichtet seinen totalen Staat. Was ich vermeiden wollte, ist eingetroffen. Tiresias schwieg. Wurde düster, finster. Er betrachtete die Pythia. Willst du wissen, wer die Sphinx ist? Der Schatten des Tiresias rückte näher und sagte, der junge Laios hatte, kaum war er König von Theben geworden, die berühmte Hippodameia verführt. Ihr Gatte rächte sich im Stile der Familie, Pelops entmannte Laios und ließ den Winselnden laufen. Die Tochter, die Hippodameia gebar, nannte die Mutter selbsthöhnisch Sphinx, die Würgerin, und weihte sie dem Hermes zur Priesterin, um sie zur ewigen Keuschheit zu verdammen. Die Alte blickte zum offenen Hauptportal.
Das Rechteck schimmerte hell durch den roten Dampf und im Portal stand eine Frau im weißen Gewande, eine Priesterin. Tiresias, sagte die Sphinx, mein Vater war nicht der, für den du ihn gehalten hast. Laios war noch einer jener Gewaltherrscher, die stolz darauf waren, Gewaltherrscher zu sein. Er hatte es nicht nötig, eine Ausrede für seine Gewaltherrschaft zu erfinden. Was ihn quälte, war sein Schicksal, dass er kastriert und dem Geschlecht des Kadmos ein Ende gesetzt worden war. Ich spürte seine Trauer, seine bösen Gedanken, die undurchsichtigen Pläne, die er wälzte, wenn er mich besuchte, wenn er vor mir saß, stundenlang und mich belauerte. Und so fürchtete ich meinen Vater. Und weil ich mich fürchtete, begann ich Löwinnen zu zählen. Mit Recht. Als die Priesterin gestorben war, die mich aufgezogen hatte, und ich im Heiligtum des Hermes im Gebirge Kithairon mit den Löwinnen allein hauste, da besuchte mich Laios mit seinem Wagenlenker Polyphontes. Sie traten aus dem Wald, die Löwinnen fauchten, ich fühlte etwas Böses, aber ich war gelähmt. Ich ließ sie ins Heiligtum, mein Vater verriegelte die Tür und befahl Polyphontes, mich zu vergewaltigen. Ich wehrte mich, mein Vater half Polyphontes und während mich mein Vater umklammerte, kam Polyphontes seinem Befehle nach. Zur gleichen Zeit, als Jocaste ihrem Gardeoffizier einen Knaben gebar, brachte auch ich einen Knaben zur Welt, Ödipus. Laios bezog das Orakel auf meinen Sohn, seinen Enkel, dass er sich vorsichtigerweise auch noch des Sohnes der Jocaste und ihres Gardeoffiziers entledigte, das verstand sich von selbst. Und so erschien denn eines Abends ein Hirte des Laios bei mir, mit einem Säugling, dessen Füße durchbohrt zusammengebunden waren. Er übergab mir einen Brief, worin Laios mir befahl, meinen Sohn, seinen Enkel, samt dem Sohn Jocastes den Löwinnen vorzuwerfen. Ich machte den Hirten betrunken und er gestand mir, von Jocaste bestochen worden zu sein. Er sollte ihren Sohn, einem befreundeten Hirten des Königs Polybos von Korinth, übergeben, ohne die Herkunft des Kindes zu verraten. Als der Hirte schlief, warf ich den Sohn Jocastes den Löwinnen vor und durchstach meinem Sohn die Fersen, und am nächsten Morgen zog der Hirte mit dem Menschenbündel weiter, ohne den Austausch zu bemerken. Kaum war er davon, da kam mein Vater mit Polyphontes. Die Löwinnen räkelten sich faul, zwischen ihnen lag eine Kinderhand, ausgeblutet, weiß und klein wie eine Blume. Haben die Löwinnen beide Kinder zerfleischt? Fragt mein Vater. Ich sehe nur eine Hand, sagte er. Beide, sagte ich. Und nun geh. Mein Vater wagte nicht mehr, mich zu besuchen. 18 Jahre hielt ich mich still. Dann begann ich mit meinen Löwinnen Theben zu belagern. Unsere Feindschaft war offen ausgebrochen. Er wusste mit Sicherheit nur, dass ein Kind tot war. Wenn aber eines lebte, wusste er nicht, welches. Er fürchtete,
dass sein Enkel noch irgendwo lebe und ich mit ihm im Bunde sei. Ich befahl meinen Vater, Theben zu verlassen, weil ich wusste, dass er in seiner Todesangst nach Delphi wollte. Ich dachte, Kemelaios würde das alte Orakel wiederholt. Das hätte ihn noch mehr in Furcht und Schrecken versetzt. Aber es kam nicht dazu. Laios und Polyphontes trafen auf Ödipus und der Sohn erstach nicht nur seinen Vater Polyphontes, sondern ließ auch seinen Großvater Laios vor den Rossen zu Tode schleifen. Bevor ich Ödipus kennenlernte, da verachtete ich die Menschen. Sie waren verlogen. Und weil sie verlogen waren, da kamen sie nicht darauf, dass das Rätsel, welches Wesen allein die Zahl seiner Füße wechsle, am Morgen sei es 4, am Mittag 2 und am Abend 3-füßig. So ließ ich die Unzähligen, die keine Lösung wussten, von meinen Löwinnen zerfleischen. Doch als Ödipus von Delphi herkam und mir antwortete, das Wesen sei der Mensch, er krieche als Säugling auf allen Vieren, stehe in seiner Jugend fest auf 2 Beinen und stütze sich im hohen Alter auf einen Stock. Da wurde ich seine Geliebte. Er fragte mich nie nach meiner Herkunft. Er bemerkte natürlich, dass ich eine Priesterin war, und weil er dennoch mit mir schlief, stellte er sich unwissend, und darum fragte er mich nicht nach meinem Leben und ich fragte ihn nie nach dem Seinen, nicht einmal nach seinem Namen. So wusste er nicht, dass er mein Sohn und ich nicht, dass ich seine Mutter war. Als von der Erdspalte her, über der Panisches sitzt, eure Stimmen zu mir herunterwehten, da vernahm ich die Wahrheit, hörte ich, dass mein Geliebter mein Sohn gewesen ist und du, Panisches, hast die Wahrheit verkündet. Die Sphinx begann zu lachen, Dampf stieg wieder aus der Erdspalte, Moonrot. Die sterbende Pythia war allein mit dem kaum noch sichtbaren Schatten des Tiresias. Nur eines verstehe ich nicht, sagte die Pythia. Wenn Ödipus dem Orakel von Anfang an glaubte, warum kam ihm dann nicht der Verdacht, sein Vater sei der Wagenlenker Polyphontes gewesen und seine Mutter die Sphinx? Weil Ödipus lieber der Sohn eines Königs als der Sohn eines Wagenlenkers sein wollte. Er wählte sich sein Schicksal selber aus, antwortete Tiresias. Und jetzt lass sein, was doch anders war und immer wieder anders sein wird, je mehr wir forschen. Ödipus wird weiterleben als ein Stoff, der uns Rätsel aufgibt. Die Pythia antwortete nicht mehr. Und auf einmal war sie nicht mehr da. Und auch Tiresias war verschwunden. Und mit ihm der bleierne Morgen, lastend über Delphi, das auch versunken war. Dürrenmatt hat diese Erzählung der Pythia verfasst, als er Abschied nahm vom Theater und sich dem Erzählen zugewandt hat, worin er neue Möglichkeiten entdeckte. Also beim Übergang zum Spätwerk. Er spricht hier in der Pythia bereits von den Stoffen, von denen er sagt,
dass die Stoffe uns Rätsel aufgeben. Sie sind nicht fixiert, sondern befördern das Denken. Diese Lesung von Mart Keller steht programmatisch vor der Edition der Stoffe. Wir verabschieden uns heute und Sie erhalten im Abspann einen rasanten Einblick in die digitale Edition der Stoffe. Sie hat drei Zugänge. Das Archiv aller digitalisierten Dokumente, deren Entstehung in der Zeit, die Genese und der kommentierte Lesetext entsprechend der Druckausgabe. Die Kunst der Edition besteht allerdings in der Verknüpfung. Wir wünschen Ihnen neue Lektüren und reiche Entdeckungen im gedruckten Buch und im digitalen Raum.